und das Geheimnis für die Menschen. Finja, das kleine Elfenkind, wohnt mit ihrer großen Familie am Rande des Waldes unter einer Brombeerhecke. Sie liebt das Leben im Wald mit den Blumen und den Tieren. Besonders liebt sie die Abende, an denen ihnen Papa Elf wunderbare Geschichten erzählt. Aus der Welt der Menschen. Am meisten liebt sie die Geschichte, die Papa Elf vom weißen Waldkauz erzählt, der das Geheimnis der Menschen hütet. Papa Elf sagt, wenn es jemandem gelingen sollte, den Menschen dieses Geheimnis zu überbringen, würden alle Menschen wieder in Frieden und Freude miteinander leben können. Finja ist fest entschlossen, den weisen alten Waldkauz zu finden und macht sich mit Herzklopfen nach Sonnenuntergang auf die Suche. In der Dunkelheit begleitet sie das kleine Glühwürmchen, damit Finja ihren Weg nicht aus den Augen verliert. Der Weg ist beschwerlich. Finja muss sich durch dichte Hecken zwängen und auch ein rauschender Bach versperrt ihr den Weg. Sie ist am Ende ihrer Kräfte und lässt sich zu Boden fallen. Doch plötzlich hört sie etwas rascheln und plumps. Landet neben ihr eine dicke, saftige Beere, die ihr eine kleine Waldmaus freundlich und mit Schwung entgegenrollt. Dankbar nimmt Finja das Geschenk an. Sofort kann sie wieder lachen. Gestärkt und mit neuer Kraft macht sie sich weiter auf den Weg. In der Dunkelheit stößt sie sich ihren Fuß an einer Wurzel. Aua! Finja ist fast schon wieder entmutigt. Da zeigt ihr das Glühwürmchen einen magischen Ort. Tausende von kleinen Lichtern tanzen in der Dunkelheit. Die Waldgeister feiern ihr Mondfest. Finja ist sprachlos. Fast hätte sie vergessen, weiterzugehen. Auch ihren schmerzenden Fuß spürt sie gar nicht mehr. Staunend folgt sie ihrem leuchtenden Begleiter weiter durch das Dickicht. Nicht mehr weit entfernt befindet sich die alte Eiche, auf der der Waldkauz wohnt. Mit zitternden Knien lässt Finja ihr Stimmchen erklingeln. Hallo, Herr Waldkauz, ich bin's, Finja, das Elfenkind. Der alte Kauz öffnet seine großen Augen. Ich habe dich schon erwartet, Finja. Komm ein bisschen näher, damit meine alten Augen dich sehen können. Ja, ist es wirklich an der Zeit, dass das Geheimnis endlich wieder zu den Menschen gebracht wird. Viel zu lange schon weilt es hier in Vergessenheit. Doch es bedarf einer reinen Seele, dieses Geheimnis zu überbringen. Wer das Geheimnis allerdings kennt, wird in Erfüllung leben können. Merke dir, wenn das Herz es fühlen kann, werden die Augen es bald sehen können. Die Menschen allerdings meinen nur das, was sie mit den Augen zu sehen scheinen, wäre die Wahrheit. Also, Finja, merke dir gut, was du auf deinem Weg zu mir schon gelernt hast. Verfolge deine Wünsche. Und lass dich durch nichts von deinen Träumen abhalten. Sei dankbar und freue dich über alles, was du besitzt. Segne Mensch und Tier und schenke jedem das, was auch du zu bekommen erhoffst. Sei glücklich und lebe so, als wärst du am Ziel all deiner Wünsche. Du allein bist der Meister deines Lebens. Siehst du, dieses Geheimnis birgt alles, was wichtig ist. Denke, fühle und vertraue.
Das ist der Schlüssel. Deine Gedanken sind in der Lage, alles zu erschaffen. Sei großartig. Damit du das nicht vergisst, nimm diesen Stein mit auf die Reise. Er besitzt alle Informationen von Anbeginn an unserer Zeit. Vertraue und horche, was er dir zu sagen hat. Mit dem Stein in den Händen macht sich Finja nun auf den Weg. Fest entschlossen, allen kleinen und großen Menschenkindern das Geheimnis zu bringen und sie mit diesem Geheimnis zu beschenken.